Viele von uns glauben, dass sie irgendetwas falsch machen, weil sie noch nicht das leben, was ganz ihres ist. Das ist etwas, was ich oft höre, wenn Menschen bei mir Berufungscoaching in Anspruch nehmen, zum Dharma-Coaching kommen. Und ich mag dir vermitteln, dass du genau so bist, wie du gemeint bist, dass du vollkommen okay bist und dass du deinen Dharma, deine Berufung bereits umsetzt, ohne es zu merken vielleicht. Denn ich sage gerne, unsere Berufung, unser Dharma, das ist so intim mit uns verbunden wie unsere Unterwäsche. Du spürst sicher deine Unterwäsche den ganzen Tag nicht, außer du denkst daran. Du machst es dir bewusst. Genau so ist es mit der Berufung, mit dem Dharma. Wir sind so intim verbunden damit, dass wir es meistens gar nicht bemerken, dass wir es ohnehin leben. Wenn du dich mit dem, warum du auf der Welt bist, verbinden möchtest, dann lade ich dich ein, nachzuspüren, welches Sehnen in deinem Herzen, in deiner Brust ist, was wirklich, wirklich wichtig für dich ist, deine Werte, deine Sehnsucht, deine Vision einer sogenannten besseren Welt. Was ist es, was dir wirklich wichtig ist, was du deinen Kindern mitgeben möchtest oder mitgegeben hast, was du den anderen Menschen ins Stammbuch schreiben möchtest, wie man so sagt. Was ist es, was dich wirklich wach, lebendig, präsent werden lässt, wo du im Flow bist, was dir wirklich gut gefällt, was du wirklich gut kannst? Was ist dir wirklich, wirklich wichtig? Das ist dein Dharma, deine Berufung, dies in die Welt zu bringen, in welcher Form auch immer. Wie es in einer alten indischen Schrift heißt, lass los von den Früchten. Sprich, es ist nicht so wichtig, welche Ergebnisse genau es sind. Erlaube dem Leben, sich durch dich zu manifestieren. Erlaube der Evolution durch dich, sich weiter entfalten zu können. Indem du deinen Beitrag leistest mit dem, was dir wirklich, wirklich wichtig ist. Mehr dazu findest du auf www.dubistokay.com. Ich freue mich auf dich und ich freue mich darauf, dass du ganz bewusst deine Berufung, dein Dharma in die Welt bringst.